Am 28.09.2015 tritt eine totale Mondfinsternis auf. Und das Gute ist, fast der komplette Verlauf ist von Deutschland aus zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Diese Aufnahme ist aus dem Jahr 2011 und zeigt die maximale Verdunklung. Nur dieses Mal gibt es eine Besonderheit. Der Mond steht in einem sehr geringen Abstand zur Erde und wirkt damit 14% größer als in der entferntesten Position. In den Medien wird ein solcher Vollmond gerne als Supervollmond bezeichnet. Trifft das Ganze jetzt noch auf eine totale Mondfinsternis, entsteht ein Ereignis, das so erst wieder im Jahr 2574 stattfinden wird. Medien werden diese totale Mondfinsternis als Blutmond bezeichnen. Hier die wichtigsten Fakten. Eintritt in den Kernschatten um 3.07 Uhr. Die totale Phase beginnt um 4.11 Uhr und endet um 5.23 Uhr. Die maximale Verdunklung tritt um 4.47 Uhr auf. Und der Austritt aus dem Kernschatten um 6.27 Uhr. Der Name Blutmond kommt daher, dass er eben in diesem dunklen Rot leuchtet. Die Lichtstrahlen werden abhängig von der Wellenlänge unterschiedlich stark gebrochen. Und das rote Licht am weitesten und erreicht damit dann noch den Mond. Und dadurch wird der Mond nur noch durch das rote Licht angeleuchtet. Und deswegen hoffen wir mal auf gutes Wetter. Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge? Hinterlasst mir dazu einfach einen Kommentar. Und damit ihr keines der neuen Videos mehr verpasst, vergesst nicht zu abonnieren.